Gratulation, Sascha, und an Preußen Münster zu dem Sieg. Ich glaube, dass ja, das, was wir am Samstag besonders gut gemacht haben, das haben wir heute leider nicht auf den Platz gebracht. Dennoch, glaube ich, haben wir immer wieder mal Möglichkeiten gehabt, das Spiel vielleicht vorzeitig auch mit zwei Toren in Front zu bringen. Das haben wir nicht geschafft. Und dann kam Preußen natürlich gewaltig auf nochmal, vor allem zweiten Halbzeit. Das kommt dann immer, haben wir nicht gut verteidigt am Ende. Und dann war es natürlich bitter, dass wir hinten raus am Ende dann nicht 1-1 spielen, sondern der Gegner dann mit zwei späten Toren am Ende einen 3-1-Sieg einfährt. Für uns natürlich umso bitterer, weil wir uns schon gedacht haben, dass wir das Spiel von Halle, das Heimspiel, heute auch hier in Münster zeigen können. Aber man hat auch gesehen, mit dem Publikum im Rücken, wenn du dann deine Dinge nicht gut erledigst, wenn du dann schlecht verteidigst in den Zweikämpfen, wenn du dann nach vorne auch die nötigen Punch hast, dass du am Ende so einen Killerinstinkt, dass du die Dinge dann am Ende sieht man vor allen Dingen, glaube ich, in der ersten Szene und in der zweiten Halbzeit, wo wir alleine auf dem Torwart hinlaufen. Da wären natürlich die Möglichkeiten da gewesen, aber unter dem Strich war es zu wenig heute. Und von dem her, wie gesagt, haben wir die verdiente Niederlage, müssen wir hinnehmen. Und geht am Samstag wieder weiter. Das heißt, regenerieren, schauen, dass wir am Samstag zu Hause gegen Saarbrücken wieder ein anderes Gesicht zeigen und dann vor einem Publikum dann am Ende unsere nächsten drei Punkte holen. Preußen, alles Gute und viel Erfolg heute. Herr Stammann hat gemerkt, dass wir uns heute sehr viel vorgenommen haben mit diesem Spiel. Wir wollten dieses 4-0 von Bielefeld, das uns sehr wehgetan hat, heute natürlich wieder irgendwie gut machen. Und die Mannschaft war sehr mutig. Wir hatten immer den spielerischen Ansatz gewählt. Das war auch unser Plan heute, wirklich Fußball spielen, von versuchen zu kombinieren übers Mittelfeld und dann nach vorne zu kommen. Wir hatten echt richtig gute Möglichkeiten dabei. Du kriegst dann mit einem Eckball das 1-0 und belohnst dich einfach für die erste Hälfte, für die gute erste Hälfte, die schon da war, nicht mit einem Tor. Gehst dann in die Pause und ich den Jungs gesagt, das, anscheinend sind wir so ein bisschen Saromaso unterwegs. Wir quälen uns da, hatten echt gute Möglichkeiten, ein Tor zu schießen, haben es nicht geschafft. Und dann geht es weiter, kurz nach der Pause hat Ingolstadt eine Riesenchance. Wenn da das 2-0 fällt, wird es für uns ganz schwer. Dann hält uns Max da im Spiel und dann drehen wir aber wieder auf, lassen die Kugel laufen. Wirklich sehr viel Mut gehabt, viel Fußball gespielt. Du machst dann, kriegst einen Elfmeter, verschießt den dann noch. Und dann dachte ich so, oh je, hoffentlich liegen wir jetzt ganz am Boden, wie die Mannschaft dann noch zurückgekommen ist, auch mit den Einwechselspielern. Ich freue mich total für Malik Badmatz, der das Ding da in den Giebel haut, und auch für Andrew Guten. Wir haben so viel Verletzungspech gerade und ich freue mich total für die Spieler, die jetzt so ein bisschen hinten dran waren, die da reingekommen sind und dann das Spiel meiner Meinung nach völlig verdient gewonnen haben und echt ein gutes Spiel gezeigt haben heute mit den tollen Zuschauern im Rücken. Hat es auch echt Spaß gemacht und so kann es am Sonntag in Essen auch sehr gerne weitergehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, das war's von mir. Vielen Dank.